wäre der absolute Hammer, ey. Oh, jetzt will. Ey, liegt nur Leichen. Was? Ich hab mich da so hingesetzt, wenn er so die Arme nach hinten macht und sich so gechillt hinsetzt, ne? Und dann ist er so umgefallen und in Ohnmacht gefallen. Ey, der war so gechillt, Alter, der ist gleich eingeschlafen. So, Kamenka, ey. Das ist der letzte Scheiß. Ich hasse Kamenka. Ja, mal sehen, wo du jetzt rauskommst, ne? Ja, Hauptsache nicht in Kamenka, Alter. Überall, nur nicht da. Ey, ich hab bestimmt schon 20 Leichen gesehen. Das ist voll absurd. Leichen? Warst du im Berg Belsen? Da liegen mal jetzt 20 Leichen. 20.000. Oder? Haben, keiner hat einen geilen Rucksack, ne? Ich denk mir mal, ja. Hatte vorhin einen Checkback-Pack gefunden. Ja, das da, boah, das würde ich schon feiern, ey. Was, wo ist denn Kap Golova? Kap Golova, ist das nicht zwischen Elektro und Tscherno? Ich glaube auch. Müsste sein. Da geht's nach Tscherno, da geht's nach Elektro. Ich komme gerade aus Elektro. Hey, da schreibt einer, hey Pascal, auch mal wieder am Zocken. Hä? Who the fuck are you? Fuck my fucking cuck. Musste jetzt schreiben. Genau in diesem Wortlaut. Dann bist du nämlich Englisch und auch noch dumm. Dann kennt er dich bestimmt nicht. Mann, ihr Wichs-Zombies, könnt ihr nicht einfach mal aufhören, ja, mit herzulaufen? Wichser, ihr alten Hurensöhne! Ja. Das war der Gedankengang in meinem Kopf. So ist es. Und nur so. I am shop, anyone take my stuff, yeah. Where are you? Trying to find civilization. Da bist du bei Daisy falsch. Ja, wirklich. Ich mach den Running Man. Here is no civilization. Ich hätte endlich nach Dings laufen müssen, nach Beresino oder so. Ich renne nach Tscherno, nach Elektro. Da komme ich gerade her, da ist nicht. Wo rennst du gerade hin? Ich bin jetzt gerade auf dem Kurs zu diesem Sniperberg irgendwie, weil, keine Ahnung, weil ich keinen Plan habe. Was ist ein Sniperberg? Ja, der mit den harten, Ante da. Der steinige halt. Hä, in Solnitschi oder was? Nein! Zwischen Elektro und Tscherno. Ach da bin ich doch. Ja, sag ich doch, dass du da bist. Ich lauf da jetzt oben rauf. Tja, dann lass doch da treffen. Ja, oben drauf. Na gut, da renn ich da jetzt hoch. Geil. Hast du eine Waffe? Na, AK. Cool. AK scheint mit weggesnackt. Ich Assi. Können wir gleich mal ein paar Leute ausnehmen. Ich würde dann eigentlich eher nach Norden laufen, aber von mir aus. Ach, warum nach Norden? Ja, hier unten findest du nichts. Das ist alles ausgebeutet bis zum geht nicht mehr. Ich hab doch noch gar nichts. Ich kann ja da einfach. Ich hab auch nichts, ich hab nur eine AK. So. Aber ich liebe das Abenteuer. Da kommt doch dann, Mogilevka müsste dann noch als nächstes kommen. Da kann man doch richtig gut Sachen finden. Und ist besser als in Tscherno. Tscherno. Jetzt hör ich auch noch Waldmanns Heil, Alter. Jetzt geht das hier richtig waldmännisch ab. Oh, Tscherno. Aber ich renne gerade 90 Grad Winkel hoch, einfach so, weil ich es kann. Der hat halt gutes Schuhwerk an, ne? Schuhwerk, richtig deutsch, Qualitätsverarbeitung. Deutsches Schuhwerk, geschmiedet von einem dreiarmigen Schmied. Der eine Menge Stahl zu schmieden hat. Ganz genau. Oh ja. Wenn du damit jetzt fertig bist, dann hast du ja doch wieder Zeit für das, was ich mit dir vorhab. Ach, verdammt, hätte ich mal nichts gesagt. Ich habe jetzt noch nur noch eine Woche habe ich. Eine Woche. Aua. Dann habe ich jetzt noch eine Woche, zwei Wochen. Aua. Dann habe ich das nächste Projekt zwei Wochen. Ich habe einen Monat frei. Hoffentlich sitzt hier oben ein Sniper, den ich erstmal wegsnacken kann. Ich stehe hier oben. Aber dann kann ich dich ja erstmal wegsnacken, wa? Nee, lass mal bitte. Muss jetzt mal hochkommen. Ich bin noch ein Asi. Ich bin eben gerade schon wieder runtergerutscht. Sehr gut. Ich bin tot. Ich bin nur.
Ich hab nur 200. Letztes Mal bin ich nur 2 Meter gerutscht, dann war ich schon tot. Ich hab nur 200 Blut verloren. Ich bin in so einen Stein reingeglitscht und dann. Ist der so rübergeglitten? Ah, der hat so einen Klemmangriff gemacht, wie so ein Onyx. Onyx? Können Klemmangriffe? Ja. Aber nice. Wo bist denn du schon? Ich bin gerade kurz vor ganz, ganz oben. Kurz vor ganz, ganz oben? Eigentlich bin ich jetzt ganz, ganz oben. Hä? Da bist du ja hier schon irgendwo. Ich höre aber irgendwie eine Leiche. Muss mein Spiel mal, glaube ich, lauter machen. Hä? Wo bist du? Ich renne hier gerade den Berg hoch. Ja, ich stehe ganz oben drauf. Ich komme hier gerade hochgewalkt. Ach, da ist eine Leiche. I'm walking on sunshine. Oh, oh Gott. Ey, kann ich den mal gar nicht ausnehmen. Der ist gar nicht tot. Der tut nur so. Wie macht er das Gestanksfliegengeräusch? Ey, der hat alle umgebracht und hat sich dann da hingelegt. Der voll der Perverse, Alter. Der hat sich so in die Leiche reingelegt, meinst du? Ah. Die übergestülpt. Übergestülpt hat er die. Und läuft eine Kuh. Hey, hallo, ich bin gar nicht so dick. Ja? So. Ja, ja. Wo bist denn du jetzt? Ich denke, du bist schon oben. Ich bin sogar schon fast ganz oben. Du meinst diesen Berg mit diesen Steinen, ne? Ja, den höchst gibt. Und wenn man runterguckt zur Kiste, sieht man doch diesen Leuchtturm. Ja. Okay. Da bin ich gleich ganz oben. Alter, was ist voll denn? Süß. Was geht denn hier ab? Mal hinter meine Höhle, in meine Hose gucken, was ich so dabei habe. Hallo? Hab. Hallo? Ein Penis und was zu trinken. Hallo? Verdammt. Ach, da bist du. Ich wow. Seh dich. Alter, wie du hier rumglitscht, ey. Dann können wir ja gleich weiter. Keine Müdigkeit vortäuschen. Ja, wo ist hier denn oh, Stacheldraht, Leiche? Wir können hier nicht weiter. Die Reise ist zu Ende. Oh, ich hab den Stacheldraht. Hey, wie kann man eigentlich diese komische Rolle machen? Geht das jetzt irgendwie? Ja, müsste eigentlich mit V auch gehen. Aber du musst, glaube ich, ganz schnell rennen und dann. Nö, nee, macht er trotzdem nicht. Warum musst du das gedrückt lassen? Nee, macht er trotzdem nicht. Kein Plan, funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Es interessiert mich. Nicht. So. Wie du da einfach so im hinten drin standest in dem Busch. So habe ich das, so mache ich das. Busch, Busch, Busch. Busch, Mann. Hast du was zu fressen? Nö. Ich hab gar nichts. Achso, du bist ja auch gerade erst gespawnt. Ah, ich bin gerade erst geboren worden. So sind das schon frisch geboren, ist klein. So, ganz, ganz roh. Jetzt müssen wir über diesen Kackberg wieder rüber. Hammer unnice. Ne? Das ist geil. Na, wenigstens kann man jetzt sehen, wann man was essen muss. Das ist schon ganz praktisch. La 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 la. René, ich sollte ja sagen. Warte mal, wo bist du hin? Da. Ich sollte ja sagen, du sollst Kevin den Lötkolben geben. Nein. Hä? Wieso sollst du mir das sagen? Er hat mir bei WhatsApp geschrieben, sag mal, dass ich die Lötkolben brauche, bevor ihr stundenlang aufnehmt. Ja, ist zu spät. Warum braucht er jetzt einen Lötkolben, verfluchte Scheiße? Warum spielt er eigentlich nicht mit? Ja, ich habe ihn auch gesagt, spiel mit. Der soll jetzt nicht dumm rumlöten, dann soll man lieber DayZ spielen. So. Lötkolben. Warte mal, renn doch nicht voraus, ich musste gerade. Hallo! Wo bist du wieder weg? Ich musste dir gerade das schreiben, das, was du mir gesagt hast. Geschrieben, der schiebt dir gleich den Lötkolben in den Arsch. Jetzt habe ich mich 100-mal verschrieben, weil ich unter Druck saß. Das ich habe geschrieben, in 10 Minuten neu. Ich habe geschrieben, Spiel Mod. Sehr gut. Hallo, du bist schon wieder am Berg und ich bin hallo, ich kann nicht gerade auflaufen. Ja, doch, aber da wird mein Typ langsam und du rennst hier immer schon. Wieso wirst du langsam? Ich werde da nicht langsam. Doch. Ja, ich bin die ganze Zeit gerannt. Hä, nee, wenn du so eine Anhöhung rennst da. Dann läuft man halt schief. Schief? Ich gerade doch nicht auf die schiefe Bahn. Da hörst du aber hin.
denkst du? Kleine Hafennutte. Geht grad nicht, aber wir nehmen auf jeden Fall noch Minecraft auf heute, wenn das denn nicht geht. Wenn das denn nicht geht. Der Test, den wir letztes Mal gemacht haben, der war völlig irrelevant, weil ich eine ganz andere Minecraft-Version habe als du. Es hätte auch gar nicht funktionieren können. Aha. Aber ich spiele ja mit der super neuen Special Mega Edition und du spielst ja noch mit der Standard Edition und da muss ich den erst downgraden und dann müsstest du das nochmal versuchen. Aha. Yeah. Weil der Server, das ist die neueste Version und... Gut, ja, dass ich ihm gesagt habe, dass ich nachmittags nur Zeit habe und abends keine Zeit, aber... Du bist immer wieder eine Enttäuschung, Pascal. Ja, ich mache auch noch was anderes. Enttäuschung. Ich sitze doch nicht alleine zu Hause und weiß es nicht. Wir wollten Minecraft spielen. Das ist nicht sehr allein. Ja, na und? Dafür sage ich meinen Freunden noch nicht, ich kann bleib zu Hause und ich spiele Minecraft. Wir sind nicht deine Freunde. Natürlich, aber ihr seid nicht hier. Ich mache lieber im Real Life dann irgendwas. Ach so. Der feine Herr ist sich zu fein, damit ich, damit ich Real Minecraft rumzulaufen. Damit ich um 11 wieder abgeschoben werde, damit ihr irgendwas gucken könnt. Ja, 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 die Sache kenne ich. Oh ja, sagte der, der mir vorschlägt, dass ich anfangen soll, Serien zu gucken, was ich ja momentan nicht tue, deswegen... Weiß er nicht mehr, was er sagen soll. Ja, warum geht das denn bei ihm nicht? Warum das verstehe ich nicht. Das geht bei dir nicht. Wieso? Wie, du kommst doch nicht rein. Ja, ist doch so, aber ich werde auch nicht reinkommen. Aha, du willst es also gar nicht. Dann müssen wir alleine spielen. Und morgen ist auch noch Sonntag, ne? Schon wieder. Schon wieder, mein Gott, nur weil ich was... Adventure Map kann man nicht mitten am Tag spielen, das ist scheiße. Ja, aber wenn ihr abends nichts vorhabt, das ist nicht mein Problem. Ach, dann kannst du halt nie mitspielen, machen wir halt alleine Adventure Map. Spaß beiseite, aber im Prinzip ist es so. Nee. Doch. Das sehe ich anders. Ich habe ihn am Donnerstag extra gefragt, wann wir spielen sollten und so. Und dann hat er gesagt, wollte ich nicht. Du hast ihm geschrieben um 5. Nein, ich habe ihm geschrieben am Donnerstag um 5. Am Donnerstag. Er hat gesagt, du wolltest heute um 5 spielen. So, ich werde dir das jetzt vorlesen, was er mir geschrieben hat. Ja, das ist ja gut. Also. Warte. 21. Februar. Wie sieht's aus mit Wochenende? Seid ihr da? Wegen Zocken. Wann, hat er geschrieben. Ja, am Wochenende halt. Musst du arbeiten? Ja, klar, muss arbeiten. Samstag irgendwann auf jeden Fall, habe ich geschrieben. Ja. Ja, kommt dann darauf an, um wie viel Uhr du dir das vorstellst, habe ich geschrieben. Mir egal. Weiß ja nicht, wann du arbeitest. Von 8 bis 14.30 Uhr. Ach so. Okay, dann nachmittags. Okay. Dann solltest du ihm vielleicht schreiben, dass du heute Abend wieder nicht da bist. Weil sonst wird er nachher ziemlich sauer sein. Ich weiß ja gar nicht, wann ich losfahre. Das ist ja erst um 7 oder so, keine Ahnung. Ja, aber da können wir trotzdem echt spielen, weil wir da noch irgendwann essen. Ja, okay, das spielt nicht, weil ihr essen müsst, ja? Ja, Menschen müssen essen. Nö. Ja. Nicht unbedingt. Ich sag's ja nur, es finde ich immer ein bisschen scheiße, dass hier keiner auf die Reihe kriegt, mal früh genug Bescheid zu sagen. Also ich hätte auch schon um 12 Daisy spielen können und dann um 3. Ja, ich hab dir aber auch früh genug Bescheid.